jetzt können wir endlich loslegen. Ich nehme das gute Stück mit rein. Los geht's. Hereinspazieren. So, jetzt geht's ans Aufstellen. Welche Ständer haben wir? Wir haben den Trittständer, wir haben den Schraubenständer und wir haben den Eimer. Zuerst müssen wir unten natürlich das Netz anschneiden, um den Baum jeweils reinzustellen. Bei dem Trittständer einfach reinstellen, ausrichten, festtreten. Hier ist der Vorteil, dass es noch ein integriertes Wasserbehältnis ist. Kommen wir zum Schraubenständer. Das gleiche gilt. Baum reinstellen, ausrichten und hier schrauben wir natürlich die Schrauben fest. Und beim Eimer ganz einfach. Wir füllen ihn ein wenig mit Sand, stellen den Baum rein, richten ihn aus. Zweite Schicht Sand drüber und hier können wir auch wunderbar den Baum gießen. Wir haben unseren Ständer ausgesucht. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir den Baum platzieren? Was wir dabei beachten müssen, sind natürlich Heizkörper oder Kamin wegen der extremen Wärme. Bei der Fußbodenheizung können wir wunderbar eine wärmeabweisende Folie benutzen und eine Dekodecke drüberlegen und den Baum hübsch platzieren. Für alle Tierfreunde und Tierbesitzer können wir auch, um den Baum zu schützen, einen Zaun um den Baum herum platzieren. So, jetzt geht es darum, unseren Baum frisch zu halten. So eine Nordmanntanne braucht Minimum 2 Liter Wasser am Tag. Um sie weiter frisch zu halten, eignet es sich super, wenn wir sie zwischendurch mit Wasser besprühen, sodass die Nadeln auch frisch bleiben. Das hält nämlich dann 4 bis 6 Wochen, also ist die Weihnachtszeit eigentlich gesichert. Was man vergessen kann, Haarspray, Glycerin. Absolutes No-Go, können wir vergessen. Weg damit. So, und jetzt geht's zum Licht.